Ja, grüß Gott. Ich würde Sie als erstes bitten, sich kurz vorzustellen und auch das Projekt, das Sie am Zero Project, auf der Zero Project Conference präsentieren. Ja, mein Name ist Otto Lambauer. Ich arbeite für die Caritas Wien. Das heißt, ich bin dort für Grundlagen zuständig, für die Entwicklung neuer Projekte. Das Projekt, das wir hier präsentiert haben, ist die Ausbildung von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, mit psychischen Problemen zu Helferinnen in Alten- und Pflegeheimen. Was ist da Teil von diesem Projekt, so kurz in drei Sätzen? Das Wesentliche ist, dass die Jugendlichen dort lernen, mit alten Menschen umzugehen, alten Menschen zu assistieren, und zwar wirklich den Menschen. Sie sind dort nicht irgendwelche anonymen Raumpflegerinnen, sondern arbeiten wirklich gemeinsam an mit den alten Menschen, helfen denen bei Besorgungen, unterhalten sich mit denen, spielen mit denen, basteln mit denen, das ist die Aufgabe. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigsten drei Gründe, warum dieses Projekt so erfolgreich ist? Ich glaube, die wichtigsten drei Gründe sind, dass Jugendliche, gerade mit Lernschwierigkeiten, sehr gut mit alten Menschen umgehen können, ist uns aufgefallen. Durch das Tempo, das sie auch haben, das entspricht sehr dem von alten Menschen. Sie sind, die Jugendlichen, die bei uns arbeiten, sind hier wirklich hervorragend. Ein zweiter Grund ist, dass die Jugendlichen eine sehr intensive Ausbildung bekommen, dass wir nicht in einem Probefeld arbeiten, sondern in einem Alten- und Pflegeheim. Also das ist wirklich die Arbeit vor Ort, die sie dann später auch in anderen Alten- und Pflegeheimen haben werden. Und der dritte, der Erfolg für die Vermittlung ist sicher der, dass wir sehr viel Kontakte mit unterschiedlichsten Pflegeheimen haben, dass die Jugendlichen im Rahmen unserer Ausbildung die Möglichkeit haben, ein halbes Jahr in einem Pflegeheim zu zeigen, was sie können, und dann halt viele dort behalten werden, weil die Leute sehen, dass Jugendliche mit Behinderung arbeiten können, und ein großes Problem ist ja das Vorurteil im Kopf. Wenn man jetzt überlegt, dieses Projekt sozusagen international als Beispiel zu nehmen, würden Sie da, oder was wären so die Herausforderungen, die Sie sehen würden, das international umzusetzen? Die Herausforderung, die ich sehe in Österreich, muss ich dazu sagen, ist, dass dieser Beruf, den die Jugendlichen machen, also diese persönliche Betreuung der alten Menschen, an sich nicht direkt vorgesehen ist. Das ist ein Nischenarbeitsplatz, der die Qualität der alten Menschen, die Lebensqualität in den Einrichtungen hebt, wo man aber dafür schauen muss, dass es die Finanzierung für diese Arbeitsplätze gibt. Das wird sicher eine Herausforderung sein, zu sehen, dass die Jugendlichen die Finanzierung, dass die Arbeitsplätze wirklich finanziert sind. Wir wollen, dass die Jugendlichen wirkliche Arbeitsplätze haben, auch Sozialversicherung und alles beziehen. Das sehe ich als eine der Herausforderungen. Ja, die zweite Herausforderung ist wohl, dass man den Jugendlichen wirklich Zeit gibt, in diesem Beruf diese Ausbildung, dieses eine Jahr, diese Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Wenn das passt, dann sehen wir, dass die Jugendlichen das mit Begeisterung tun. Also es sind viele, die wirklich sehr, sehr gern dort arbeiten, die sich gar nichts anders vorstellen könnten. Und dass die alten Leute und auch die Menschen in den Pflegeheimen, die Mitarbeiterinnen von der Mitarbeit der Jugendlichen sehr begeistert sind. Jetzt noch als Abschluss zur Konferenz, zur Zero Project Konferenz. Was sind da Ihre Eindrücke und vor allem, was wäre Ihr Wunsch auch an die Zukunft? Ich finde es gut, dass sich diese Konferenzen mit Fragen von Menschen mit Behinderung auseinandersetzen. Ich finde es sehr wichtig. Ich finde den Diskurs wesentlich. Ich glaube, man kann voneinander lernen, gerade auch von diesen Best Practices unterschiedlicher Länder. Wichtig für die Zukunft ist, im Gespräch zu bleiben und nicht aufzugeben, langsam die Situation zu verbessern. Ich bin jetzt selbst über 30 Jahre im Geschäft sozusagen und ich weiß, dass sich schon sehr viel getan hat, Gott sei Dank. Und ich weiß, dass ich noch viel tun muss und man darf den Atem nicht verlieren. Und auch dazu sind solche Konferenzen wichtig, weil man Verbündete findet und zusammenhelfen kann. Super, danke vielmals.